Horido und Weidmannsheil, diese Woche unterwegs auf der Settler Creeks. Ja, eine neue Playlist hiermit angefangen, da die ersten 100 erreicht waren und da habe ich eben einfach mal einen Cut gemacht. Da haben wir ein Wutzchen, was schreit, auch noch ein männliches, naja, warum denn nicht? Da antworten wir dann auch mal. Werden hier mal in die Hocke runtergehen. Wutzen riechen ja auch gut. Da werden wir uns gleich mal einparfümieren. Und für die Wutz bräuchten wir die Waffe. Die sollten wir dann auch schon mal laden. So. Die Wutz war dort unten. Ja. Das heißt, ich könnte versuchen, hier vielleicht ein Stückel hochzukommen, damit ich sie eher sehe. In der Zeit kann ich auch noch die anderen Waffen laden. Ich habe noch dabei für Truthahn sowie für Kaninchen die 22er Halbautomatik. Und weil ich das Kaliber so schön finde und die Waffe jetzt am Wochenende oder kurz vorm Wochenende im Angebot war, habe ich mir auch die 22er Grasshopper, die Pistole, geholt. Die habe ich dementsprechend jetzt hier auch mal mit eingepackt. Ob wir sie einsetzen, wissen wir noch nicht, dadurch, dass wir ja die große dabei haben. Schauen wir mal. Ja, und weil es letzte Woche so wunderbar toll geklappt hat, habe ich auch die Armbrust nochmal eingepackt. Die ist aber noch hinten im Rucksack. So, aber ich glaube, das hier wird nichts. Da laufe ich der eher so entgegen, dass die mich sieht. Ich rufe hier nochmal. Damit die da möglichst hinkommt und dann werde ich mich da drüben an dem Bäumchen verschanzen. Wenn wir uns ein Plätzchen suchen, wo wir Deckung haben, hätten wir hier. Hier wieder nicht. Wie wäre es denn hier noch ein Stückchen hoch? Weiter oben hat man oftmals noch mal einen Ticken bessere Sicht. Wenn wir uns so hier. Ja. Das sieht doch soweit gut aus. Jetzt müssen wir eben nur noch warten, bis sie kommt. Bisschen misstrauisch bin ich natürlich immer, wenn die Sauen nicht zwischendurch nochmal antworten. Deswegen, ich glaube, ich ändere hier auch meine Position nochmal. Fühle mich hier von der Sicht einfach ein bisschen angenehmer. Ja, wir sehen, der Wind kommt von vorne, die Blätter weht es uns entgegen. So, ist da oben was oder ist das nur Textur, die wackelt? Ah, das Dunkle könnte auch hier dieses Blattwerk gewesen sein, was wackelt. Hm. Die große Frage, es wäre natürlich so schön, hier direkt zu Anfang mal reinhauen mit einer schönen Sau, mit einem schönen Keiler. Aha. Ja, dann komm doch her, mein Wutzi-Wutz. So, dann möchte ich doch nochmal eben schnell meine Tarnung überprüfen. Ja, doch, die zeigt's an. Wäre hier noch gut? Halt. Ich wollte einfach nur hier wieder raus. Und jetzt schauen, wo kommt sie her? Mach hier den Kopf ein bisschen frei. Na, nun komm schon. Kleine, kleine Wutz. Ja, möchte am liebsten hier auch heute noch wenigstens einen Truthahn erledigen. Es ist ja die Sommerfiesta und da bin ich im Moment bei der Mission ABC schießen. Das heißt, man muss jeweils immer... Ah, da vorne kommt sie. Jeweils ein Tier schießen,
dessen Name eben den nächsten Buchstaben im Alphabet beinhaltet, was die Sache ein bisschen schwieriger macht. Oh, und das ist eine richtig große Kapitale. Ist eben, es sind die englischen Namen schlaggebend. Oh, das sieht auch nach schönen großen Hauern aus. Naja, komm, das wird aber Lunge gewesen sein. Habe ich das Visier zurückgedreht? Nee. Da werden wir mal gucken, aber da habe ich voll eins auf die Brezel gegeben. Ja, letzte Woche auch auf der Jagd gewesen mit jemandem zusammen im Multiplayer, der auch im Real-Life Jäger ist. Dann hatten wir auch das Thema Kopfschüsse und ich kann dadurch jetzt wirklich auch bestätigen, was ich ja schon lange vermutet habe und aber nie so hundertprozentig genau wusste. Kopfschüsse sind nach deutschem Jagdrecht nicht erlaubt. Aber Settlers Creek ist nicht in Deutschland, deswegen dürfen wir das hier im Spiel machen. So, da sehen wir also, wir haben kein Hirn getroffen, aber es ist ein großer Blutfleck, das heißt, wir haben die Lunge mit erwischt. So, hier rüber ist ein bisschen. Allzu weit dürfte sie ja eigentlich nicht gekommen sein. Da haben wir den nächsten Fleck. So, komm, gehen wir schon wieder runter. Oh, da haben wir einen Wapiti. Eine Wapiti-Dame. Ach so, das müsste von der Wandermission dann sein. Da unten, ja, da können wir später mal noch hinschauen. Und da liegt unsere Sau. Wie gesagt, ich wäre jetzt eben beim Buchstaben U und Turkey. Der Truthahn hat ein U in seinem Namen, das heißt, das wäre wunderbar geeignet. Oh, und schau sich mal einer dieser Hauer an. Wahnsinn, ist das geil oder ist das geil? Also das hier war nicht gleich zu Anfang ein Schuss, so dass wir was in der Folge haben, sondern das war ein wirklich geiler Schuss. So, dann hier auf, gib mir meinen Hunter Mate. Was haben wir denn hier? 1118. Ja, das ist doch mal nicht schlecht. Das ist doch mal nicht schlecht. Ich weiß nicht, ob es mein bester war. Ich meine, ich hätte sogar schon mal 12 oder 1300 gehabt. Aber das ist auf jeden Fall ein Bildchen wert. Übrigens, jetzt mit dem neuesten Update könnt ihr auch euren Hund besser handeln für die Trophäenbilder. Ich glaube, ich drehe die mir hier so ein bisschen um, dass die hier in dem Bereich liegt. So. Na. So. So finde ich, sieht das doch schön aus. Ja, gehen wir hier noch ein bisschen rüber. Schade, dass der Einschuss da noch so auf der Nase liegt. Aber egal. Haben wir die Hauer auch noch ein bisschen mit drauf. Denke ich doch, ist ein schönes Bild geworden. So, die Frage jetzt natürlich. Gehen wir da in Richtung Wapiti. Wie gesagt, Turkey wäre für mich jetzt angenehmer, denn dann hätte ich den nächsten Buchstaben erledigt. Und dann könnte ich danach ein Wapiti, denn Roosevelt, da ist ein V drin. Hätte ich das V erledigt, dann das nächste wäre W. Da könnte man ein Weißwedel, auch die gibt es auf dieser Map, könnte ich also drei Buchstaben schon wieder erledigen während der Jagd. Schauen wir mal, ob es uns gelingt, ob es glückt. Wenn nicht, ja, es sind ja noch ein paar Tage Zeit. Und zwei Medaillen habe ich auch bereits mir schon ergattern können. Das heißt, zwei Missionen habe ich schon komplett abgeschlossen. Eine davon doch auch sehr knifflig. Da musste man eine Stelle finden, auf der eben quasi der Dock der
ja, der Jagdobermotz hier von dem Spiel geboren wurde. Auf der allerersten Map, die es für das Spiel gab, auf der White Hart Island. Und ich hatte im Endeffekt eigentlich Glück. Ich hatte die Suche schon aufgegeben, war ziemlich viel über die Map gerannt und hatte dann nochmal irgendwann eine Jagd gestartet. Und ja, da hatte ich dann das, oh, Schwarzbär, das Glück gehabt, dass ich da dann gesagt habe, nee, die Stelle ist mir jetzt egal, dann, wenn man sie nicht findet, findet man sie halt nicht. Jagste ganz normal und bin dann einem Tier gefolgt und bin dadurch zufälligerweise dann sogar auf die Stelle gekommen. Glück. Und ich muss sagen, es ist eine schöne Lichtung dort. Da habe ich dann auch, nicht nur weil es auch Aufgabe war, sondern weil die Stelle einfach auch schön war und es dort gut lief, dann auch gleich ein paar Tierchen mehr erlegt und bin am Überlegen, ob ich dort nicht vielleicht dann mal eine Jagdeinrichtung installieren soll, dass ich dort vielleicht einen mobilen Ansitz oder einen Baumansitz dort irgendwo fest hinsetze, dass man das nicht immer mitschleifen muss. Ja, schauen wir mal, schauen wir mal. Hier haben wir jede Menge Spuren, aber irgendwie nichts von Truthahn. Hoppel die Hoppel. Ich würde sagen, nee, wir gehen aber auch in die andere Richtung. Wir werden also erstmal hier hochgehen. Und dann hätte ich gesagt, gehen wir hier rüber in die Richtung weiter. Also einmal. Komm, die Spuren nehmen wir jetzt noch mit. Skillt ja doch auch alles. Aber Cotton Rabbit hat kein U, bringt uns hier auch nichts. Wäre natürlich schön, einfach auch mal hier mit unserer Grasshopper nochmal ein Häschen zu ballern. Hier auch das zweifach Visier drauf. Aber auch ohne Visier sieht die schön aus. Wenn wir es hier mal runter machen. Sieht schick aus. Ist man natürlich beim Laufen wackelt es ein bisschen. Ja. Und auch auf dem Schießstand natürlich. Das war das Erste, was ich aufgesucht habe mit der Waffe. Erstmal einen Schießstand. Erstmal gucken, wie geht sie denn ab. Und nicht nur, dass man da auch richtig schnell mit schießen kann, sondern es macht richtig Spaß damit. Die hat einen tollen Sound und ja, ist doch auf 50 Meter recht treffsicher. Danach fängt es an, dass man doch ein bisschen anfangen muss, höher zu halten. So. Weiter geht's. Aber wir sind mit unserer Folge doch schon fast wieder zu Ende. Da ging die Zeit doch wahnsinnig schnell rum. Vermutlich natürlich auch durch unseren schönen Keiler. So, da haben wir nochmal den Bär. 170 bis 280 Kilo. Oh, das ist für so einen Schwarzbär schon gar nicht unbedingt so verkehrt. Aber in die Richtung muss man sagen, das ist so die Richtung, wo, wenn es nicht schon uralt ist, die Spur, der wohl noch in Hörweite des Schusses war. Und dann werden wir da vorerst wohl nicht die großen Chancen haben. Und ja, ich will ja eigentlich gerne ein Truthahn erlegen mit einer der beiden 22er. Wir werden jetzt aber bis Donnerstag abwarten müssen, ob wir einen Truthahn finden. Ich hoffe, ihr schaltet dann wieder ein. Bis dahin alles Gute und ciao, ciao.